Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch gerne erklären, weshalb der Zustand unserer Chakren unser Essverhalten beeinflussen kann. Und zwar sind die Chakren ja die Energiewirbel entlang unserer Wirbelsäule, die unseren physischen Körper mit unseren Energiekörpern verbinden. Und jedes Chakra ist sozusagen wie so ein Bewusstseinsfenster, das mit bestimmten Themen in Verbindung steht. Und unser Wurzelchakra, unser erstes Chakra am Ende der Wirbelsäule, das steht für materielle Sicherheit und physisches Überleben. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Existenz bedroht ist, weil du gerade um deinen Job fürchtest, dann kann es sein, dass du diese Ängste kompensierst mit Essen. Das erste Chakra steht auch mit Erdung, Stabilität in Verbindung. Und wenn wir nicht ganz in unseren Körper inkarniert sind, also nicht bis in die Beine und Füße hinein, es uns an Erdung mangelt, auch dann ist dieses erste Chakra in einer Disharmonie und es kann sein, dass wir dann einfach mehr essen oder Lust auf bestimmte Dinge haben, die zum Beispiel sehr salzreich sind oder Wurzelgemüse, was an sich natürlich auch nichts Schlimmes ist. Aber so kann ein aus der Balance geratenes Wurzelchakra Einfluss auf unser Essverhalten nehmen. Unser zweites Chakra, das zwischen dem Schambein und dem Bauchnabel angesiedelt ist, das steht sozusagen für das innere Kind in uns. Und hier sind die Themen wie sinnliches Erleben, Symbiose und auch Sexualität verankert. Und es steht auch in Verbindung mit allen Emotionen, die in Zusammenhang mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sich ereignen. Also wenn wir uns zum Beispiel traurig, verletzt, zurückgesetzt oder einsam fühlen, dann kann es sein, dass wir Trost in Schokolade, in Süßigkeiten, aber auch in Teigwaren, Nahrung allgemein suchen. Und so kann emotionales Essen sehr stark mit einem unausgeglichenen zweiten Chakra in Verbindung stehen. Und erst wenn wir lernen, uns wieder emotional autonom zu machen, uns selbst um unser inneres Kind zu kümmern, können emotional gesteuerte Essgelüste auf ganz natürliche Weise verschwinden. In unserem dritten Chakra, im Solarplexus, zwischen Bauchnabel und Brustbein, hier steckt unsere Lebenskraft. Hier steckt die Kraft, mit der wir unseren Raum verteidigen, mit der wir Grenzen setzen. Und wenn jemand in unseren Raum unerwünschterweise eindringt und wir eigentlich mit einer gesunden Wut reagieren müssten, wir aber gelernt haben, Wut zu unterdrücken, weil wir immer lieb und nett sein möchten und Wut in unserer Gesellschaft ja nicht gern gesehen wird, dann kann es sein, dass wir versuchen, durch eine übermäßige Nahrungsaufnahme diese Wut zu deckeln. Und dadurch kann ein nicht gesund gelebtes drittes Chakra dazu führen, dass wir mehr essen, als uns eigentlich gut tun würde. Im Herzchakra, das in der Mitte unseres Brustbeines angesiedelt ist, da steckt unser Mitgefühl, unsere Liebe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch so Großeltern oder Schwiegereltern kennt, die ihre Liebe ausdrücken, indem sie die Kinder, wenn sie dann mal zu Besuch kommen, mit einem aufwendig gekochten Essen beglücken und dadurch ihre Liebe zeigen wollen. Und solche Menschen, die verwechseln praktisch wirkliche Liebe mit ja, dem Geben von Nahrung und sind dann auch persönlich verletzt, wenn man ja, das vielleicht gerade nicht essen möchte oder ja, andere Vorlieben beim Essen äußert. Und auch hier, wenn das Herzchakra wirklich in der Balance ist, wenn Geben und Nehmen in Harmonie sind und man sich nicht die Liebe von anderen durch seine Gaben erkaufen möchte, das ist ja kein freies Geben, das ist ja ein Geben mit Erwartung, dann kann auch ein solches Verhalten wieder in die Balance kommen. Das hat jetzt natürlich nicht direkt was mit dem eigenen Essverhalten zu tun, aber steht ja auch mit Ernährung in Verbindung. Und im fünften Chakra, unser Werkzeug für Kreativität, Selbstausdruck, aber auch Analyse oder auch das Verstehen, das Aneignen von Konzepten kann dazu führen, dass wir Dinge zu uns nehmen, dass wir ja, davon überzeugt sind, wir müssten bestimmte Nahrungsmittel meiden oder bestimmte Nahrungsmittel zu uns nehmen, weil wir Konzepte verinnerlicht haben von was richtig und was falsch ist. Und so kann es passieren, dass wir über unser Körpergefühl, über unsere Körperintelligenz hinweg uns versuchen, in
Ernährungsschablonen zu zwingen, die uns gar nicht gut tun. Und so kann ein in die Balance gebrachtes fünftes Chakra dafür sorgen, dass wir wieder mehr unserem Körpergespür vertrauen, das viel besser weiß, was für uns gut und richtig ist, als irgendwelche Ernährungsvorstellungen von sogenannten Experten. Wenn du also unter deinem Essverhalten leidest, dann kann es sehr wohl sinnvoll sein, an deinen Chakren zu arbeiten und diese in Ausgleich und Harmonie zu bringen. Dann könnte sich dein Essverhalten ganz nebenbei mit verändern. Gute Impulse dazu, wie du an deinen Chakren selbstständig arbeiten kannst, bietet auch das Buch unserer spirituellen Lehrerin Ruth Huber, Erleuchtung ist erreichbar. Und auch wir werden immer mal wieder Seminare oder auch Kurse dazu anbieten, um die persönlichen Chakren in Balance zu bringen. Aktuell führen wir ja gerade unser 7 Wochen Schwingungsupgrade durch, unser Online-Programm zur Zirbeldrüsenaktivierung und Bewusstseinserweiterung. Und auch hier spielt das Thema persönliche Chakren eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil gerade in Zeiten wie diesen, in denen es im Außen chaotisch und turbulent zugeht, ist eine stabile Persönlichkeit, eine gute Verankerung im Körper, ein sinnvoller Umgang mit Emotionen, extrem wertvoll, um stabil und gelassen durch diese Zeiten zu kommen. Dieser Durchlauf hat jetzt schon angefangen, da kann man sich jetzt auch nicht mehr anmelden, aber wir werden bestimmt in Zukunft nochmal einen neuen Durchgang starten und auch vielleicht weitere Angebote zur Chakrenarbeit anbieten. Informationen dazu findest du auf unserer Internetseite inspiriert-sein.de. Und um ganz sicher zu gehen, keine aktuellen Angebote zu verpassen, kannst du dich dort auch gerne zu unserem Newsletter anmelden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss!